Hallo und herzlich willkommen zur allerersten brandneuen Folge von Spielekreation. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ganz einfache Hintergrundgeschichte. Eins meiner Hobbys besteht darin, Spiele zu designen, vor allem Trading Card Games bzw. Collector Card Games. Es gibt viele, viele auf dem Markt, die auch digital verfügbar sind, aber über kurz oder lang, muss ich gestehen, haben sich bei den meisten so viele Probleme eingeschlichen, dass sie entweder gar nicht mehr existieren oder aber aktuell auf einem Level sind, wo man nur mit großen Einschränkungen spielen kann. Ich will da jetzt auch die Konkurrenz gar nicht madig machen und stattdessen eins hervorheben, was mir sehr gefällt, Magic the Gathering. Da passt eigentlich alles. Aber eben, weil es natürlich nicht immer genau das gibt, was ich suche und ich extrem viel Freude daran habe, sowas zu designen, habe ich als Hobby, wie gesagt, dass ich Spiele entwickle. Und das allererste, was ich vor kurzem erst entwickelt habe, möchte ich euch heute hier vorstellen. Heißt Dungeons and Devotions. Aber zuvor müssen wir uns leider erstmal mit etwas Rechtlichen auseinandersetzen, mit den Copyrights. Denn im Gegensatz zu den anderen Videos ist das hier nicht alles unter Creative Commons zu finden oder unter einer freien Lizenz, die ich euch freistellen kann, weil ich für die Bilder, die ich habe, leider kein Zeichen habe, ich selbst auch nicht gut zeichnen kann, deswegen die Bilder anderer Künstler verwendet habe. Unter anderem würdet ihr merken, wenn ihr Magic spielt, vor allem Woods of the Coast, den Zeichen von Magic. Das bedeutet, die Lizenz für diese Bilder, die liegt nicht bei mir, sondern bei den entsprechenden Lizenzinhabern. Was wiederum bedeutet, für kommerzielle Zwecke darf man die nicht verwenden. Also auch ihr nicht. Hab ein paar Leute angeschrieben von denen, hab bisher leider noch keine Antwort bekommen. Wer weiß, ob das noch kommt. Aber was ich hier quasi gemacht habe, das ganze Design, das Gameplay und so weiter, das stammt von mir. Und das dürft ihr gerne auch nach Absprache mit mir verwenden. Ihr dürft auch dieses Spiel verwenden, solange es nicht für kommerzielle Zwecke ist. Das heißt, ihr könnt das alles selber gerne mit euren Freunden spielen. Und dazu, siehe hier Punkt 3 unten, habe ich euch einen Link gemacht unter Mediafire. Hab auch geschaut, da kann man ohne Anmeldung groß was machen. Das heißt, ich muss mich natürlich anmelden, damit ich uploaden kann. Aber für den Download kann man einfach nur über den Link dahin. Und da stelle ich euch alles bereit. Wie gesagt, mit der Belehrung nur für private Zwecke, kein kommerzieller Zweck, kein Vertrieb und so weiter. Sprich, keine Einnahmen damit generieren, nur zum Spaß. Da findet ihr alle Karten, die ich erstellt habe, für die, ich nenne es jetzt mal erste Edition. Und ja, wenn das gut läuft, würde ich auch weitermachen. So, jetzt aber genug erstmal zu dem ganzen rechtlichen Zeug. Das hat jetzt schon 3 Minuten aufgehalten, aber muss sein. Das Regelwerk zu dem Spiel ist auch oben hochgeladen. Und statt das jetzt Schritt für Schritt einzeln abzuarbeiten und euch quasi vorzulesen und euch dann nach gefühlten 20 Minuten zu wecken, möchte ich einfach dann in einem kleinen Let's Play in Anführungszeichen euch das Spiel zeigen, dort die Regeln erklären. Allerdings zuvor muss man sich über verschiedene Sachen gewahr werden. Ich habe an manchen Punkten das Regelwerk offen gelassen, wo man selbst Entscheidungen treffen kann. Natürlich darf jeder auch von den Regeln so abweichen, wie er möchte. Aber es gibt natürlich meinerseits Vorschläge. Und zwar habe ich vorgeschlagen 10 Siegpunkte zum Sieg. Das hat sich bisher geeignet. Ich hoffe, dass wir das in 2 Stunden und damit 2 Videos hinkriegen. Hat auch schon länger gedauert. Als Faustregel gilt so ungefähr pro Spieler, der teilnimmt, dauert es 1 Stunde. Theoretisch gibt es nach oben hin keine Beschränkung, wie viele Leute mitspielen dürfen. Natürlich braucht man aber mindestens 2 Mitspieler. Gibt auch noch andere Siegtypen, wie den Zeitsieg, aber wir spielen hier den Punktsieg. Alles mehr dazu im Regelwerk. So, zum Thema Tod. Das heißt, wenn einer der Spieler ausscheidet, habe ich mich für die Variante vorübergehender Tod mit Punktstrafe entschieden. Das bedeutet, wenn ein Spieler sterben würde, kommt er stattdessen 9 Spiele, verliert aber ein paar Punkte, und zwar in Höhe der Summe der Helden, die in seinem Dungeon sind. Das werdet ihr dann auch noch gleich verstehen, das ist jetzt nur vorab. Das dritte sind 10 Runden Welpschutz. Was bedeutet das? Das bedeutet so viel wie, in den ersten 10 Runden kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Und der vierte Punkt, Einflusspunkte. Da habe ich die sogenannte Auktionsvariante gewählt. Die andere Variante hat sich in mehreren Testspielen nicht wirklich geeignet. Die macht das Spiel deutlich spannender. Und zwar kriegt man jeden Zug einen Punkt. Und ja, dieser Punkt oder diese Punkte erhöhen sich jedes Mal um 1 pro Runde und dadurch Effekte, und man kann quasi Attraktivität damit verändern. Auch dazu kommen wir später. So viel erstmal zum Vorgeplänkel.
Kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Übersicht. Machen wir mal ein bisschen kleiner, das heißt größer, je nachdem, wie man es sehen will. Braucht einen Moment zum Laden. Was ihr für das Spiel braucht, natürlich neben den Karten und dem Regelwerk. Das Regelwerk natürlich auch nur dann, wenn ihr es nicht aus dem Kopf kennt, was am Anfang wohl ziemlich wahrscheinlich sein dürfte, ist folgendes. Jeder Spieler braucht ein Deck bestehend aus 60 Karten plus sein Avatar. Das ist der hier. Ich mache nur mal kurz einen Überblick. Hier ist das Deck. Ich kann natürlich die oberste Deckkarte nicht wirklich verdecken. Deswegen habe ich es so gemacht, aber eigentlich ist sie verdeckt. Und dann gibt es noch ein Deck. Das ist das hier. Der sogenannte Ereigniskartenstapel. Der wird von allen Spielern zusammen erstellt. Sprich 60 Karten geteilt durch Anzahl Spieler. Und beinhaltet quasi Ereigniskarten, Helden, Items etc. Auch dazu während des Spiels werdet ihr sehen, was da so passiert und was es damit auf sich hat. Was ich jetzt noch kurz erstelle, ist ein Textfeld. Das passt nämlich ganz gut zur Erklärung. Wie ich ja gesagt habe, kriegen wir jeden Zug Attraktivitätspunkte, beziehungsweise diese sogenannten Diplomatiepunkte für Attraktivitätspunkte. Und ja, die tun wir jetzt einfach hier neben jedem Spieler summieren oder am besten drunter, ist besser zu sehen. So. Gut. Es gibt natürlich noch verschiedene Regeln. Man kann das Spiel ganz normal spielen mit dem Deck, was jetzt hier ist. Das heißt, man sollte den Spielern natürlich entsprechend ein Deck nach den eigenen Maßstaben geben. Es gibt auch seltene, gewöhnliche, ungewöhnliche Karten von der Seltenheit her. Wenn man das so machen will, dann kann man wirklich einfach loslegen. Die sind alle Level 0. Aber die Karten können, wenn man es als Trading Card oder Collecting Card Game spielen möchte, auch gerne leveln. Und zwar empfehle ich Folgendes. Nach dem Spiel muss man sich einigen, wie viel Gold man bekommt. Da gibt es verschiedene Varianten, die findet ihr auch im Regelwerk. Will ich jetzt auch gar nicht dazu erzählen, weil auch eine Let's Play werden es nicht machen. Gegen das Gold kann man dann einen Booster kaufen. Das sollte pro Edition 100 kosten und halt immer ein bisschen teurer werden. Auch das steht, glaube ich, im Regelwerk. Und Booster besteht in der Regel aus einer seltenen, drei ungewöhnlichen und fünf gewöhnlichen Karten. So, um eine Karte aufzuleveln, benötigt ihr Folgendes. Man braucht jetzt nach folgender Stufe nochmal diese Karte mehrfach. Bei einer seltenen, einer Rare, brauchen wir nochmal eine Rare und kann die dann aufleveln, indem man die quasi dem Spielleiter wieder gibt. Der kann die auch später wieder verkaufen. Bei ungewöhnlichen, da braucht man wiederum drei. Sprich, man gibt eine, man wählt eine aus, die man Level erhöhen möchte, gibt drei Level 0 dazu, die drei Level 0, die gibt man weg und dann hat man Level plus 1. Und bei gewöhnlichen, da braucht man direkt 5 Stück, die man abgeben muss, um quasi die 6. um ein Level höher zu bringen. Es hat mit der Seltenheit und dem Verhältnis der Karten zu tun, nämlich die Verteilung ist genau wie in einem Booster. Es gibt 1 zu 3 zu 5 seltene, ungewöhnliche, gewöhnliche Karten. So, jetzt überlege ich, gibt es noch grundlegend was Wichtiges zu erzählen, bevor wir hier überhaupt loslegen? Ach ja, genau. Wenn man die Karten gelevelt hat, ist es natürlich gut, ein starkes Deck sich zu bauen, klar. Aber für die Ereigniskarten, die jeder Spieler gibt, zum Beispiel, wir spielen zu zweit, das heißt, jeder hat 30 Ereigniskarten gegeben, da gilt, dass der Durchschnittslevel dieser Ereigniskarten mindestens so groß sein muss, wie die aus dem eigenen Deck. Das ist ganz einfach, macht eine Excel-Tabelle, schreibt da quasi einfach die Leveln auf, addiert die, teilt die und vergleicht, bis es passt. Aber, wie gesagt, hier ist das nicht so wichtig, wir spielen Level 0, ihr braucht bloß die Karten, die ihr dann ausschneidet oder digital. Ein paar Token wären nicht schlecht oder Würfel. Würfel braucht man sowieso, weil man würfeln muss. Man braucht einen 6er, einen 20er und einen 100er. Theoretisch braucht man einen 100er und einen 10er, weil ihr seht, hier kommen auch Zwischenwerte raus. Und das ist so natürlich auch gewollt. Und ich kann das hier mit der Excel-Tabelle gut darstellen. Bei den 100er Würfel geht es natürlich nur, indem man den 100er plus den 10er addiert. Gut, jetzt fangen wir einfach an. Ich beginne mal mit dem Spieler oben. So, zoome mal ein bisschen ran, dass wir auch was erkennen. Das ist vielleicht ein bisschen zu großzügig gewesen. Ja, das ist besser. Hier sind jetzt gerade so viele Sachen, die er quasi laden muss, weil so viele im Spiel sind. Da braucht er eine Weile. Das hier oben in roten Herz dargestellt, die 100 sind die Lebenspunkte, die man hat. Sinken die auf 0, dann verliert man halt die Siegpunkte. Und zwar in der Höhe der Anzahl
der Siegpunkte von allen Helden samt ihrer Ausrüstung, die sich im Dungeon befinden. Denn Ziel des Spiels, das sollte ich vielleicht noch vorweg sagen, besteht darin, baut euch euren eigenen Drown Dungeon mit Kreaturen, Fallen, Türen und so weiter, lockt Helden an, besiegt diese Helden, kriegt dafür Siegpunkte und habt die nötige Anzahl Siegpunkte vor eurem Gegner. Gefahr ist natürlich, wer zu viele anlockt, der läuft Gefahr, selbst überrannt zu werden. So, jeder hat ein Avatar. Der zählt nicht zu den 60 Karten, aus denen das Deck besteht, dazu. Der hier oben hat unseren Freund Derwin. Ihr seht, jeder ist dann auch eine Rare. Die sind alle vergleichbar natürlich in der ersten Edition. Und seine Fähigkeit ist, er startet mit ein Grün. So, man könnte das jetzt einfach Mana nennen. Das ist nicht zwingend falsch. Genau ist aber der Begriff Grenzwert, weil wer Magic spielt, der weiß, Mana generiert sich, bekommt man wieder. Aber die Sachen hier werden permanent verbraucht. Deswegen schlägt man den Punkt hier hin. Ein Hammer. So. Oder schlägen am besten sogar daneben, das ist jemand besser. Grün auf Grün ist blöd. Das hat jeder dieser Helden, außer einer, der hat dafür mehr Leben. Und die Fähigkeit, einmal pro Zug kann man 4 Handkarten abwerfen und dafür einen Grenzwert bekommen. Wenn man das Deck gut zusammengebaut hat, braucht man das eigentlich nicht. Wichtig ist, dass man genug Raumkarten drin hat, denn die bringen einen die Grenzwerte ein. Und die 100, die er unten stehen hat, das sind quasi die hier oben. Im pinken Herz sehen wir die aktuelle Attraktivität, mit der wir quasi Helden anlocken. Also unser Dungeon hat aktuell eine Attraktivität von 0. Und jeder Dungeonbau beginnt damit, dass man 5 Nuller, also freie Räume, die keinen Grenzwert bringen, legen. Für den Anfang als Tipp empfiehlt es sich, verschnörkelte Gänge zu legen. Einfach, es gibt ein paar Helden, die haben Distanzangriff, das heißt, die können aus der Distanz angreifen. Gibt aber noch keine Kreaturen, die das haben. Das heißt, ein langer Gang ist zwingend nachteilhaft, weswegen wir das meiden sollten. Der Avatar von uns hier, der Dungeon Master, der stellt quasi das Ende vom Dungeon dar, das Ziel, und muss geschützt werden. So. Nehmen wir noch mal ein paar runter. 1, 2, 3, 4, 5. Und bauen hier das Dungeon nach demselben Prinzip. Beziehungsweise, das ist ja nur der Anfang vom Dungeon. Das werdet ihr aber gleich sehen. So. Wichtig ist dabei, es dürfen keine Räume so aneinander grenzen, dass ein großer Raum gebildet wird. Also es muss ein eindeutiger Pfad sein. Es darf auch keine Abzweigung oder so nach oben gehen. Es muss ein eindeutiger Pfad sein. Das ist zwingende Voraussetzung. Ansonsten kann man da relativ frei bauen. So. Die Partie startet damit, dass ein Spieler per Zufallswurf ausgewürfelt wird. Ich entscheide mich jetzt einfach für unseren Derwin hier. Und dass man 7 Handkarten zieht. Das hier ist das Deck. Da ziehen wir jetzt 7 Handkarten raus. 1, 2, 3, 4. Hätte schon ein bisschen mehr schieben sollen. Das heißt, ein bisschen wegzoomen, aber es ist dann schlecht, wenn wir die Karten größer brauchen, erstmal am Anfang, weil ich ja dazu gerne was erklären möchte. So, wo waren wir? 4, ne? Genau. So. 5, 6, 7. Man kann auch schon an der Färbung der Karten erkennen, oben, was sich handelt. Die Transparenten, das sind Raumkarten. Hier natürlich als grünes Deck Natur. Grün sind Fallen. Und lila sind Zauber, braun sind Hindernisse. Jetzt schaue ich mal, sieht irgendwie so. Die Raumkarten sind am wichtigsten. Pro Zug, den man hat, darf man insgesamt etwa entscheiden, eine Raumkarte zu spielen, um den Dungeon zu vergrößern, und bekommt einen Grenzwert der Farbe dazu. Oder Variante 2, man wirft den Raum ab und bekommt doppelt so viele Grenzwerte dazu. Das erste mache ich jetzt mal. Hier, der Kreuz soll den Friedhof darstellen. Ich werfe einen meiner Räume ab. Wir bekommen jetzt 2 grüne Grenzwerte. Zack. Zack. Ach ja, die Spieler spielen nebenbei nacheinander. Man kann das aber auch simultan machen, weil danach kommen Züge. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn ihr euch gegenseitig vertraut, könnt ihr, um das zu beschleunigen, simultan spielen. So, ich habe jetzt 3 Grenzwerte. Und die Grenzwerte kann ich jetzt investieren.
Ich habe leider keinen Zauber auf der Hand, aber die Kosten, die ein Zauber hat, die heißen, bedeuten nur, dass man so viel Grenzwert bereithalten, besitzen muss, der verbraucht sich nicht. Für alle anderen, für alle dauerhaften Karten, hier in Rot die Kreatur, dieser Grasnarliefosaurus, oder hier Falle wie der Folterschnetzler in Grün, da verbraucht sich der Grenzwert dauerhaft. Man darf allerdings auch Karten, die man hat, opfern und bekommt dann die entsprechend Grenzwerte, die angezeigt sind, wieder. Allerdings, bei einem Folterschnetzer zum Beispiel würde ich drei graue Grenzwerte wiederbekommen und keine grünen. Und das finde ich nachteilhaft, weil grau kann alles sein. Also ich kann jede Farbe investieren, um grau zu bezahlen. Aber wenn ich einen grauen Grenzwert habe, kann ich den nur für grau ausgeben. Das heißt, man verliert wertmäßig nichts, aber strategisch ist es schon ein Verlust. So, und ich überlege jetzt, am besten ist es, am Anfang eine Kreatur zu spielen, weil wir schauen uns jetzt mal hier eine Kreatur an. Oben die Kosten, sagen wir jetzt mal zwei grüne plus ein graues macht drei Grenzwert, kann ich mir leisten. Die 10 hier mit den D20 dargestellt, liegt daran, es wird immer, nachdem die Spieler dran waren, ein 20er Wurf gemacht. Und wenn ein Vielfaches, hier als im Fall 10 oder 20, erwürfelt wird, dann erhöht sich die Population. Hier unten sieht man maximal 4. Und Kreaturen starten mit einer Population, können ihr Maximum erreichen. Und wenn es zum Kampf kommt, wird gerechnet die Population mal den Angriff, ist der Schaden, den sie verursachen, und die Lebenspunkte ist, wie viel sie aushalten, ehe die Population einsinkt. Erreicht die Population oder die Ladung von der Falle 0, bleibt die Karte noch im Spiel, aber wirkt quasi nicht mehr, bis wieder der Wurf gemacht wurde oder man sie halt opfert. Die Zahlen in Klammern, hier beim Angriff seht ihr 8 in Klammern 2. Das bedeutet, so viel Angriff kriegt diese Karte pro Level, das sie hat, dazu. Das heißt, sie sehen es hier alle Level 0, 8. Angriff hat sie jetzt. Wäre die aber Level 1, da würde sie pro Population nicht 8, sondern 10 Schaden verursachen. So, jetzt bringe ich die aber auch mal ins Spiel, indem ich meine drei Grenzwerte ausgebe. So, und als Kreatur ist es eigentlich am besten, solange sie die Population niedrig ist, dass sie wachsen kann. Am besten dann für 10 Runden pro Raum. Nebenbei darf nur eine bleibende Karte liegen. Das heißt, wir müssen da uns auch strategisch ein bisschen reinteilen. So, jetzt muss ich noch kurz schauen, dass da, das ist die Population. Die habe ich mir gedacht, stelle ich hier so da. Ist aktuell, ups, kommen wir nach vorne bitte. Zack. Das machen wir bitte bei allen hiervon. Und auch hiervon bitte. Bitte ihr ganz nach vorn. Ihr seid Token, ihr müsst sichtbar sein. So. Startet wie gesagt Population 1. Für den Welpenschutz müssen wir auch die Runden zählen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal so einen Token und mache hier in der Mitte quasi einen kleinen Zähler rein. Wir sind aktuell, sind 0 Runden vergangen. Nach 10 Runden hört der Welpenschutz auf. So, jetzt habe ich keine Grenzwerte mehr, kann auch nicht mehr viel machen. Meine Kreaturen darf ich einfach pro Zug rücken oder angreifen. Beim Kampf fügen sie sich, also der Angreifer und die Kreatur, sich gegenseitig Schaden in Höhe ihres Angriffs mal der Population zu. Das heißt, für mich ist meistens Angriff nur dann wichtig, wenn ich schnell den Helden töten möchte. Lauf aber Gefahr, natürlich deutlich mehr Schaden zu kriegen, weil wenn der Held mich dann auch noch angreift, habe ich quasi noch Runde zweimal Schaden erlitten und vielleicht sterbe ich vorher. Die Helden sind nämlich recht stark. Es soll ja auch anspruchsvoll sein. Okay, der Zug ist vorbei von uns. Was ich vergessen habe, trotz erster Spieler ziehen wir trotzdem eine Karte. Hier hätte ich jetzt auch einen Zauber. Zwar die inspirierende Anziehung, ihr seht. Hierfür brauche ich gar nichts bereithalten, kann ich immer spielen. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich ein Spiel bis zum Ende des Zuges zwei Attraktionen habe, also eine höhere Chance am Held anzulocken, und dass ich eine Karte nachziehen kann auf den aktuellen Level. So, jetzt kommen wir zu unserem Spieler 2, Heuretica. Quasi dieselben Fähigkeiten, nur mit einem weißen Deck. Startet mit einem weißen Grenzwert. Zack, da ist er. Und auch hier beginnen wir damit, dass wir quasi sieben Karten ziehen. Man kann nebenbei entscheiden, einen Mulligan zu machen, wie bei Magic. Das heißt, man legt die Karten weg und zieht neue, aber immer jedes Mal eine weniger. Ausnahme ist natürlich, ihr könnt nachweisen,
dass ihr nicht eine einzige Raumkarte auf der Hand habt, dann dürft ihr einen kostenlosen Mulligan machen. So, kommt mal hier rüber, Freunde des Spielrechts. Ihr seht, ihr habt auch den Folterschnetzer. Die Decks sind am Anfang von mir identisch gestaltet worden, bis auf die Sachen, die farblich sind, damit auch der Schwierigkeitsgrad immer angemessen bleibt. Wir wollen ja hier nicht gleich ganz horrid starten. So. Wie viel haben wir jetzt? 3, 4. Und dann ziehen wir quasi noch eine Karte nach. Ne, ich wollte den jetzt gern haben. So. Hier seht ihr auch schon einen anderen Kartentyp in Braun, die Rankenmauer. Eigentlich grün, aber kostet nichts. Deswegen kann ich sie auch in den weißen oder in jedem anderen Deck spielen. Gibt nebenbei wie bei Magic 5 Farben hier. Ja, die Rankenmauer, das ist ein Hindernis. Das heißt, kann sich nicht bewegen. Es steht halt einfach nur den Helden im Weg. Sie hat die Fähigkeit Regeneration, hier mit dem grünen Kreuz dargestellt, 4, in Klammern 1, also steigt auch pro Level 1 die Fähigkeit. Und das bedeutet, in dem Zug, wo sie keinen Schaden bekommen hat, heilt sie sich um 4 HP wieder bis zu ihrem Maximum. Das ist also eigentlich ganz gut, wenn man den Helden davor los wird, dann heilt sich die Mauer wieder. So, wir machen auch hier wieder das, was wir gerade vorhin gemacht haben. Wir werfen am besten das, was vorne liegt, eins unserer Sachen ab, wir haben nicht genug Platz. Kriegen zwei Grenzwerte dazu. Also zwei weiße Grenzwerte hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. So. Und haben jetzt 3 zur Verfügung. Und auch hier sollten wir darauf achten, dass wir eine Kreatur spielen, die nicht volle Population hat. Die hat zum Beispiel volle Population, bringt nicht zwingend was, die eigentlich jetzt zu spielen. Ist besser, wir behalten das erstmal auf der Hand, weil aktuell kann es auch nichts passieren. Sie hat nebenbei auch noch eine Fähigkeit, wie ihr seht. Hier ist ein Schild 2, das heißt Rüstung. Jeder Schaden, den sie bekommt, wird um die Höhe des Schildes verringert. Ist also bei höheren Leveln vor allem eine ziemlich geile Fähigkeit. Okay, damit sind die Züge der Spieler fertig. Jetzt kommt die sogenannte Würfel- oder Rundenphase, in der wirklich auch gewürfelt wird. Mache ich jetzt mal hier mit dem 20er, das heißt unsere mittlere Darstellung hier. Es kommt eine 15 raus, spielt aber jetzt gar keine Rolle, weil wir nichts im Effekt haben, wo da was hätte. Weil die einzige Karte, die jetzt hier was hat, wäre hier unser Liefosaurus, aber der braucht eine 10 oder eine 20, um sich fortzupflanzen, sag ich mal. Die nächste Phase wäre jetzt eigentlich die Ereignisphase, aber wir haben 10 Runden Welmschutz. Das heißt, der Schutztimer steigt stattdessen jetzt um 1. Damit fällt auch die darauf folgende Heldenphase weg, wo die Helden was machen können. Und es geht ganz normal jetzt mit der zweiten Runde weiter, dass wir erstmal wieder mit unserem Spieler 1 hier die Karte ziehen. Hat jetzt auch quasi eine Mauer gezogen. Ich brauche immer noch Grenzwert. Schmeiße also den nächsten Raum erstmal weg. Genug Platz habe ich ja. Bekommen wieder 2 Grenzwerte dazu. Jetzt schaue ich, ob ich mit denen was machen kann. Dann brauchst du nämlich extra raussuchen. So. Komm du mal zur Seite. Ich brauche noch ein bisschen Platz. Mit denen kann ich und will ich eigentlich auch noch gar nichts machen. Ist besser, die jetzt erstmal zu sammeln. Deswegen hole ich mir die erstmal wieder. Hier, das sind nebenbei ein Stern dargestellt, die Siegpunkte. Ja, und gebe ab zu Spieler 2, der natürlich jetzt auch eine Karte erstmal nachzieht. Ja, die können wir, denke ich, auch gleich abwerfen. Ich habe die Decks nebenbei jetzt hier so optimiert, dass eigentlich da der Grenzwert, den man hat, genau ausreicht. Und auch bedacht mit Räumen. Es sei denn, ich habe mich verrechnet. Was ich jetzt allerdings mal ganz stark nicht hoffe. Ach, jetzt brauche ich einen Moment, weil er zwischenspeichert. So, okay. Holen wir 2 weiße Grenzwerte dazu. Zack. So, beenden den Zug. Es kommt zum Rundenwurf. Eine 1, das ist quasi mega loose, das bringt niemandem was.
Und statt einer Ereignisphase haben wir jetzt den zweiten Welpenschutz auch gebraucht. Erster Spieler ist wieder dran. Und wir ziehen einen funkelnden Salamander. Tja, der hat auch keine volle Population, deswegen kann ich den eigentlich ganz gut gebrauchen. Werf erstmal wieder einen Raum ab, um zwei Grenzwerte zu bekommen. Wenn ich mich nicht ganz doof anstellen würde, würden die auch besser passen. So. Gebe einen wieder aus für den Salamander, der kostet da eins. Und setze den jetzt auch erstmal hinten hin. Und auch er startet natürlich mit einer Population. Seltsam ist, dass ich gesagt habe, die sollen alle ganz vorne sein, aber okay. Ich versuche das jetzt nochmal. Wenn es nicht geht, dann muss ich es halt bei allen einzeln machen. Gut, damit geben wir ab zu Spieler 2. Wie gesagt, wenn ihr das selber spielt, kann das simultan ablaufen. Solange jetzt auch kein Helden oder so kommt, ist das alles nur Aufbau. Ihr werdet aber merken, diesen Welpenschutz, den braucht man, damit man überhaupt da eine Chance hat. Ah, der hier, da lohnt sich was auszugeben. Denn hat 4 mögliche Populationen. Schmeißen also wieder so eins erstmal weg. Wir haben es ja. Und noch brauchen wir keinen Raumnot. Ich gebe mir jetzt einfach nur eins statt 2, weil ich ja quasi 2 bekomme und für den wieder 1 investieren muss. Das heißt also, mathematisch kann ich sagen, bekomme ich einfach einen dazu. So, mein kleiner Akolyt. Der hat die Fähigkeit fliegend, wie ihr unten bestimmt sehen könnt. Und ja, das heißt einfach, es gibt Kreaturen, die fliegen auch. Und Kreaturen, die fliegen, haben die gemeine Fähigkeit, die können über Hindernisse hinwegfliegen und über Kreaturen, die keine Flugfähigkeit haben. Und ja, kommen damit quasi, ja, man kann sie nicht blocken und zurückhalten, aber jemand, der fliegt, der kann sie zurückhalten und quasi zwingen, an der Stelle zu bleiben. Deswegen, für den, diese Sache ist ja eigentlich ganz gut. Ja, damit ist auch der Zug von ihr vorbei. Wir würfeln mal wieder. So eine 4. Das dürfte keinem was bringen. Hier hat keiner Vielfaches von 4. Nö. Das heißt, wir kommen zur Ereignisphase, die sich durch den Welpenschutz kennzeichnet. Und kommen wieder zum ersten Spieler. Den bin ich bereit, gleich zu opfern. So. Kommen jetzt noch 2 Grenzwerte. Dann ist Spieler 2 dran. Die Phasen brauche ich jetzt nicht erklären. Ich meine, ihr seht, es läuft eindeutig. Ich habe jetzt eigentlich so viel Grenzwert, dass ich theoretisch nicht mehr die abschmeißen müsste. Aber da ich noch 2 auf der Hand habe, mache ich das jetzt erst einmal. Was man hat, hat man auch. So, zack, 2 Grenzwerte dazu. Hoppla. Ich gar nicht so viel auf Vorrat hier? Oder bin ich einfach nur blind? Okay, ich bin einfach nur blind, aber es ist kein Problem. Wir können ja Copy-Paste machen. Zack, zack. So, schon haben wir 2 Grenzwerte mehr. Okay. Rundenphase. Eine 6 bringt auch kein was. Wir gehen zur Ereignisphase über, die zum Welpenschutz wird. Ich stelle gerade fest eigentlich. Ach nee, der Ton da habe ich schon Friedhof gelegt. Alles klar, gut. Und kommen dann jetzt quasi wieder zu Spieler 1. Was ich jetzt allerdings vergessen habe, wir haben jetzt ja 4 Phasen rum. Es gibt ja jeden Zug einen Diplomatiepunkt. Das heißt, jeder der Spieler ist jetzt bei Diplomatie 4, wenn ich mich nicht täusche. Ach nee, ich zähle hinterher, also Diplomatie 5 sogar. So, zack. Karte haben wir gezogen, Länder, beziehungsweise Räume, ich sage jetzt mal Länder, weil ich es gewohnt bin. Scheinen
Doch, kann ich noch abwehren, traue ich mir. Werfen wir ab. Das heißt, zwei Grenzwerte mehr. Wundert euch nicht, dass wir so viele haben. Die werden wir noch brauchen. Wenn dann die richtig teuren Sachen kommen, dann sind die ratzefatze weg. Gut. Spieler 2 ist wieder dran. Ah, ein kleines Gold-Säckchen. Das ist auch eine Fallenkarte, aber anders als die anderen, ihr seht, da steht gar kein Effekt. Das liegt unten daran, ihr seht, gelb als Blitz dargestellt, das sind die Ladungen. Eine Falle kommt mit vollen Ladungen rein und kann so oft wirken, wie sie eine Ladung hat. Sache ist die, wenn man ein Vielfaches vom Würfel macht, kriegt ihr auch wieder eine Ladung dazu, solange sich keine Kreatur drauf befindet. Das ist immer die Voraussetzung. Also keine Kreatur, kein Held meine ich damit. Aber was sie ja noch hat, ist Attraktivität. Ihr seht, das pinke Herz plus 1. Das macht den Dungeon halt dann attraktiver für Helden. Und sobald wir eigentlich eine massive Verteidigung haben, und ich schaue mich jetzt gerade so um, die können wir bauen, lohnt sich das. Deswegen werde ich in diesem Zug mal meine Erale Akolytin hier wegrücken. Eins vor. Und das kleine Goldsäckchen dahin setzen, wo es am wenigsten Schaden verursachen kann. Nahe bei mir. Und damit erhöht sich meine Attraktivität um 1. Weil jetzt die Helden sehen, hey, da gibt's Gold, will ich auch haben. Das ist so jetzt der Sinn hinter dieser Karte. Jetzt schaue ich nur, wir haben wirklich viel Anziehung. Haben noch drei freie Räume. Ich würde sagen, wir machen erstmal nichts und gehen zum Rundenwurf. Und auch der war wieder mal für niemanden positiv. Wenn wir jetzt weiter so werfen, kriegen wir das Problem, dass irgendwann Helden kommen und wir haben nur eine Population und alles stirbt. Aber okay, sei es drum. Das war der fünfte Welpenschutzrunde, deswegen jetzt auch die fünf. Spieler 1 ist wieder dran, kriegt seinen Diplomatiepunkt. Zieht eine Karte nach, das ein Zauber, der Attraktivität bringt. Kann nie schaden. Das heißt, sie bringen immer Attraktivität, die ersten Zauber hier. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ah ja. Bei dem ist es halt so, der ist ein bisschen anders. Ich mache die jetzt mal wirklich nach außen, die beiden. Genau. Der heilt einen auch noch um 4. Das ist jetzt nicht viel. Aber es ist so, wenn ein Held durchkommt und überlebt, dann verursacht der einmalige Schaden an eigenen Dungeon Master, ehe er auf dem Friedhof landet. Das ist eine der Varianten. Oder eine der zweiten Varianten wäre, er komplett mit seiner Ausrüstung wieder unter den Ereigniskranz gelegt wird. Wir machen aber hier, dass er dann quasi auf dem Friedhof landet und keine Punkte bringt. Ja, weiter tun werde ich nichts, sodass unser zweiter Spieler wieder dran ist. Der kriegt erstmal wieder einen Diplomatiepunkt, den er später dann dringend braucht. Okay, jetzt haben wir wieder genügend, das heißt, den können wir abschmeißen. Wir haben zwei auf der Hand, damit können wir massiv haushalten erstmal. Zack, weg damit. Und zwei Attraktivität dazu. Ich glaube, ich lege die jetzt mal vielleicht sogar daneben. Denn jetzt sind doch einige hier. So. Ja, weitermachen wir nichts. Deswegen gewürfelt wird. Eine 8 bringt uns auch nichts, oder? Wir hatten Vierfaches von 5. Ach, ich glaube, der Salamander, den habe ich vor uns gar nicht bedacht. Wir hatten vor uns eine 4 und jetzt eine 8, das sind beides Vierfache. Das heißt, der hat vorhin und jetzt nochmal eine Population dazu gekriegt, hat eine Population von 3. Okay, gut, war doch nicht ganz sinnfrei. Welpenschutz geht eine Runde weg. Und unser erster Held ist wieder dran, unser erster Avatar. Bisschen Platz machen. Wir ziehen eine Karte. Zwei Räume können wir jetzt erstmal auf der Hand halten, würde ich sagen. Wir haben jetzt erstmal genug, dass wir ein bisschen was spielen können. Machen also weiter nichts. Auch hier erhöhen wir die Diplomatie um 1. Ah, haben einen Zauber? Ne, eine Falle, ein Lichtkreis. Ja, der hat die Fähigkeit, einen Gegner zu fesseln. Und ein Festungsmarker führt dazu, dass ein Held sich nicht bewegen und nicht verteidigen und nicht angreifen kann. Aber dafür verliert er jeden Zug eine Festungsmarke.
womit er quasi dann auch wieder ja, deutlich geschwächt ist, weil man ihn angreifen kann. Das ist natürlich besonders gut, wenn man Kreaturen mit viel Schaden hat. Aber ansonsten gibt es jetzt auch nichts weiter zu tun, deswegen wieder würfeln. Eine 1 bringt nichts. Jetzt geht wieder der Welpenschutz 1 weiter. Spieler 1 ist dran. Die Diplomatie erhöht sich. Wir ziehen eine Karte nach, die auch direkt auf den Friedhof legen können, wie ich sehe. Wir bekommen also zwei Grenzwerte dazu. Ups. Unser anderer Freund hier ist dran, die Heuretika. Ist natürlich klar, dass ich jetzt hier quasi im Singleplayer, in Anführungszeichen, gegen mich selbst. Das ist natürlich nicht besonders geil. Es macht viel mehr Spaß, mit Freunden sich gegenseitig einen Dungeon aufzubauen und dann auch quasi gegenseitig Kreaturen reinzuschicken. So, weg mit dir. Und wieder zwei dazu. Ansonsten machen wir nichts, weswegen wir wieder würfeln. Eine 5, hey, da passiert was. Da passiert was. Und zwar unser Engel hier bekommt eine Population dazu. Zack. Hier oben darf nichts passieren, der hat nämlich 4 und 10, ne? Genau. Das heißt, es fällt wieder ein Welpenschutz weg. Und so, der, wenn das dran und bekommt einen neuen Diplomatiepunkt. Zieht eine Karte. Ah, hat jetzt auch ein kleines Gold-Säckchen. Dann rücken wir doch mal glatt die Kreaturen. So, beide nach rechts. Legen dafür das Gold-Säckchen rein. Und bekommen einen Diplomatiepunkt, einen Attraktivitätspunkt dazu. Sehr schön. Okay, Heuretika ist dran. Bekommt auch ein bisschen Diplomatie. Zieht eine Karte nach. Ah, hat auch einen Zauber gezogen, der dann Attraktion wieder bringt. Auch die sortiere ich mal hier rüber. So, die können wir übereinander legen. Es gibt nebenbei keine Obergrenze für Karten auf der Hand. Also man kann beliebig viele Karten auf der Hand halten. Das ist alles kein Problem bei dem Spiel hier. So weitermachen kann man aber nichts, zumindest nichts Sinnvolles. Weswegen wir den Zug beenden und würfeln. 15. Wieder für den kleinen Akolyten hier gut. Der geht auf 3. Können wir fast schon überlegen, den nach vorn zu setzen. Ein bisschen, was mache ich jetzt auch erstmal? Die Wahrscheinlichkeit, dass er nämlich noch was dazu kriegt, ist ja recht hoch. Okay, der Welpenschutz wieder eine Runde verfallen. So, genau. Er ist wieder dran. Wir erhöhen die Diplomatie. Ziehen eine Karte nach. Jetzt muss ich kurz überlegen, es können ja bald Helden kommen. Und eigentlich ist die Falle mit der Falle in Kombination ziemlich nett. Wirklich nett. Würdet ihr sehen, aber ich muss jetzt überlegen, wie ich es baue. Weil es nämlich nur nett ist, wenn genug Laufzeit ist. Das heißt, ich sollte meinen Dungeon jetzt wirklich erweitern. Deswegen spiele ich die aus, bekomme nur einen Grenzwert. Muss überlegen, wo, wenn ich dann nach hier spiele, Hindernis. Da die Falle, da. Alles klar. Okay, habe mir meine Gedanken gemacht, alles gut. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ehe die Population voll ist. Okay, gebe ab. Sie ist dran, bei ihr gibt es jetzt noch nicht so die perfekte Strategie. Oder perfekt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben wieder. Diplomatie erhöhen wir noch. Ups.
Aber auch bei ihr müssten wir überlegen. Allerdings haben wir noch einen starken Engel. Den können wir eigentlich direkt in den Kampf dann schicken und später nachrüsten. Oder wir nehmen die Falle. Das ist vielleicht gar kein doofer Gedanke. Ja, lade mal schneller, Kumpel. Ja, jetzt braucht er halt einen Moment. Er muss halt auch mal zwischenspeichern. Aber auch wir spielen hier unseren Raum aus. Und ich muss, wie gesagt, kurz nachdenken, wie der Held von hier kommt. Steht da hier das Hindernis oder die Kreatur? Da werden wir dann Engel hinbeschwören. Zur Not dann die Mauer, wenn es nicht geht. Und machen dann die Festungsfalle. Genau. Habt ihr euch toll überlegt, Leute? Das ist eine gute Strategie, machen wir so. Gut. Erstmal wieder an Grenzwerten leisten. Weiter machen wir nichts. Gehen also in unsere Würfelrunde. 10. Ah. Das dürfte den Liefesaurus freuen. Der Akolyt ist auch voll. Wunderbar. Den dürfen wir dann an die Front setzen. Machen wir dann auch. So. Ach, den hätte ich natürlich vorigen Zug noch gerückt. Ich war dabei, den vorzurücken. So. Wo war ich jetzt? Genau. 10. Das heißt, auch unser Liefosaurus hier kriegt eine Population dazu. Nett. Ja, Welpenschutz. Das ist jetzt die 10. Runde Welpenschutz gewesen. Das war's. Ab nächste Runde wird's ernst. Aber erstmal ist unser Derwin hier wieder dran. Kriegt einen Diplomatiepunkt. Aber wir ziehen Zauber nach. Falls der Held ins Spiel kommen würde, kommt er stattdessen erst nächsten Zug ins Spiel. Es wird nicht ersatzweise Ereigniskarte gewirkt. Das klingt jetzt nicht so toll, aber man kann damit den Gegner auch seine Diplomatiepunkte quasi ein bisschen abluchsen. Wenn man jetzt nämlich auktionstechnisch bietet und der Gegner sehr viel geboten hat, kann man sagen, nö, der kommt nicht ins Spiel, sondern nächsten Runde und dann muss er erstmal wieder überbieten, womit wir einen Vorteil haben. Oder man kann halt wirklich, sag ich mal, sich eine Runde Zeit erkaufen. So. Das setzen wir hier hin. Brauchen ein bisschen Platz. Bekommen jetzt auch einen grünen Grenzwert dazu. So, jetzt, wir haben haufenweise Grenzwerte, aber ich habe gesagt, wir haben die tolle Strategie. Ich will jetzt noch nichts verbocken. Hindernis kommt dahin. Hindernis kommt dahin. Genau, und da kommt die Falle hin. Okay, passt, passt, passt. Der Folterschnetzler, der kommt jetzt hier hin. Das kostet mich 3. Ich lösche jetzt einfach mal. Das ist nämlich einfacher, als sie hin und her zu schieben, wenn ich sie sowieso kopieren muss. Ja. Und ihr seht hier als rotes Zeichen, das heißt Schaden. Der macht einfach 40 Schaden, wenn ein Gegner drauf landet. Hat 6 Ladungen, die müssen wir noch drauflegen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn er mich lässt. So hat 6 Ladungen und liegt nicht da, wo ich gerade bin. Heißt, er kann 6-mal aktiviert werden, ohne dass das passiert. Und seine Fähigkeit, seine tolle ist, er verursacht bei Helden, die unter 300 HP sind, egal ob durch Schaden oder weil sie einfach weniger haben, plus 50% Schaden aufgerundet, ist also ziemlich geil, wenn man jemanden hier drauf festhält. Werdet ihr sehen dann später. So, weiter mache ich dann erstmal nichts, gebe ab. Und unsere Heuretika ist dran. Die kriegen natürlich auch erstmal einen Diplomatiepunkt. Und zieht eine Karte nach. Die sanfte Weise hat auch nur eine Population. Was hat sie für eine Fähigkeit? Ist sie rare? Sie fliegt erstmal, ist okay. Wenn die Population einer deiner anderen Engel auf 0 geht, kannst du alle deine Kreaturen um 20 HP heilen. Population steigt dabei nicht. Ist ganz okay, wenn man eigentlich genügend davon hat. Und wir haben ja viele, die nur eine Population haben. Ist also eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn man sehr viele verletzt hat. Ihr seid voll, ihr dürft an die Front. Und auch hier
legen wir jetzt einen Raum. Zack. Da wir ihn legen, bekommen wir halt, das ist nicht der, den ich suche. Da wir ihn legen, bekommen wir halt auch nur einen einzigen Grenzwert dazu. Haben aber genügend, wie ihr seht, also an Grenzwerten mangelt es nicht. Wir haben hauptsächlich Räume am Anfang gezogen. So, ich hebe mir die Grenzwerte jetzt tatsächlich für den Fall des Kampfes auf. Und überlege jetzt auch, 4 mal 4 sind 16. Es ist jetzt nicht ganz so viel. Schau mal, hat hier jemand mehr? Die hat 20, die hat 40 sogar. Ach ja, das soll ich noch sagen, wenn jemand verletzt ist, ein Held, und vierte Population dazu bekommen, hat auch volle Population, dann wird er stattdessen komplett geheilt. Das ist noch eine ganz interessante Regel. So, hier wird dann gekämpft, deswegen lasse ich mal da. Wenn Kreaturen nebeneinander liegen, kann man nebenbei auch die Position von beiden tauschen. Das gilt dann als Bewegung für beide. Und hier spielen wir mal die Lichtkreise hin. Die sollten natürlich sichtbar sein. Zack. Und das kostet uns 4 Marken, 4 Grenzwerte. Und diese Falle kommt mit 3 Marken ins Spiel. Kreativ, aber nicht das, was ich wollte. So. Anordnung ganz nach vorn. Gut, ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Gelb auf gelb. Ja, so kann man es ein bisschen besser erkennen. Okay. Damit hat sie alles gemacht, was sie machen wollte. Das heißt, was ich machen wollte. Wir kommen zum Rundenwurf. Eine 1, das bringt nichts. So, wir haben keine Welpenschutz mehr. Das heißt, jetzt geht es in die Ereignisphase. In der Ereignisphase, da wird jeden Zug eine Ereigniskarte gespielt. Vom Ereigniskartenstapel. Das ist die hier in dem Fall. Das ist der alte Kreis. So, Gold oder Rot-Gelb zeigt an, dass es ein Held. Oben seht ihr, wenn man den in den eigenen Dungeon besiegt, bekommt man einen Siegpunkt. Ist auch ein ganz schwacher, alterer Wanderer hier. Und ja, ihr seht, er hat selbst eine Fähigkeit, oder jeder Held hat so eine Fähigkeit, die jeder hat Vorlieben. Der zum Beispiel mag kurze Dungeons. Das heißt, Dungeons, die wirklich einen kurzen Laufweg haben, bevorzugt er. Ich habe hier 8 mit meinen. Unten müssen wir auch 8 haben. Das heißt, wenn man den anlocken wollte, der ist jetzt vorteilhaft, einen kleinen Dungeon zu haben, wenn man auf die spielt zum Beispiel. Ihr seht, mit 4 Angriff hat er auch ein Spiel, 200 HP, sieht jetzt viel aus, ist es aber nicht. So, und jetzt geht es darum, wo er hinkommt. Sobald ein Held aufgelegt wird, muss entschieden werden, wohin der kommt. Und ja, die kürzeste Dungeon hat keiner, deswegen kriegt keiner hier den Bonus. Jeder Dungeon hat eine Grundanziehung, das ist also immer noch unentschieden. Wenn es unentschieden ist, wird mit einem Würfel ausgewürfelt oder aber es wird geboten. Und ja, ich überlege gerade, ob es sich lohnt, für den zu bieten. Weil er bringt halt nur einen Punkt und hat jetzt nichts Besonderes. Ich behaupte jetzt einfach mal, keiner bittet um ihn. Macht deswegen einen Zufallswurf. Bei ungerade hier oben bekommt es oben, bei gerade unten. Oben, alles klar. Er wird jetzt in das Dungeon hier gehen und startet dann hier. So, das war die Ereignisphase. Und wenn ein Held im Spiel ist, folgt danach die Heldenphase, sprich jetzt. Und das, was ein Held macht, ist, er bewegt sich und versucht dann anzugreifen. Also eine Tür, ein Hindernis oder halt einen Dungeon Master. Deswegen, er bewegt sich jetzt hier auf den Folterschnetzler, steht auf der Falle. Wenn er auf der Falle steht, dann wird eine Marke entfernt, ob man will oder nicht. Zack. Es wird eine Marke entfernt und der Effekt triggert.
Und der Effekt ist halt 40 Schaden. Hat er weniger als 300, dann stimmt, ich wollte ihn eigentlich noch gar nicht haben, oder? Muss ich kurz nachdenken. Nee, hier ist die Strategie ja noch gar nicht aufgebaut. Jetzt muss ich kurz schauen. Würde könnte ich den denn verkraften? Sagt dann. 40 Schaden, 5 Ladungen. Ja, würde ich zur Not verkraften können. Okay, ich lasse ihn jetzt mal da. So. Also da jetzt da drauf steht, kriegt er 40 Schaden. Hätte er unter 300 HP, hat er nicht. Und dann hätte er stattdessen 50% mehr Schaden bekommen, sprich 60. Aber so wie es ist, bleibt er jetzt da drauf. Also ist er jetzt erstmal da drauf und kriegt 40 Schaden. Hiermit stelle ich das jetzt mal da. Habe ich schon vorbereitet. Das ist wie bei der Kochsendung, habe ich schon mal vorbereitet. So, machen wir es ein bisschen in die Ecke, damit er nicht ganz verdeckt ist, der olle Mann. So, 40 hat er schon mal. Okay, jetzt wäre auch quasi die Heldenphase vorbei. Und denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal ganz grob gezeigt, wie das Spiel läuft. So sehen nebenbei, das fällt jetzt mal in der Übersicht aus, so einigermaßen. Ja, so wird jetzt das Spiel ablaufen. Man konkurriert jetzt quasi weiter um die Helden, um Punkte zu generieren oder darum, wirklich keine Helden zu haben, weil man kurz vorm Tod ist und sonst Punkte verliert, mit Kreaturen und Fallen. Und ja, diese Partie werde ich dann im nächsten Video, quasi in Teil 2 hiervon, weiterspielen, damit ihr mal seht, wie es weitergeht. Es gibt außerdem ein paar Kartentypen, die wir noch nicht gezogen haben. Das sind die Ereignis- und Gegenstandskarten, zu denen kommen wir dann später. Und ja, bis dahin hoffe ich, euch hat das Prinzip erstmal gefallen. Wie gesagt, wer Lust hat, kann das gerne nachspielen. Den Link, wo ihr die ganzen Sachen dazu findet, ist hier dargestellt. Ich markiere es nochmal. Aber ich werde das auch in die Beschreibung reinpacken. Und falls ihr Dateien nicht öffnen könnt, ich arbeite mit OpenOffice, das sind OpenOffice-Dokumentdateien, bitte Bescheid geben, dann muss ich die jetzt als PDF hochladen. Das geht aber auch. Deswegen freut euch, wie die Partie weitergeht. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mal bitte Bescheid, ob ihr noch mehr solcher Videos haben möchtet, weil dann werde ich wahrscheinlich auch versuchen, mal in die Richtung zu gehen, dass ich auch die anderen Spiele digitalisiere. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr dieses Spiel spielen solltet, viel Erfolg beim Sammeln der Siegpunkte. Tschüss!